Zu Beginn des Burgenlandtages von Sozialministerin Magistra Beate Hattinger-Klein besuchte diese das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt. Sie nutzte die Gelegenheit, um sich einen Eindruck vom Arbeitsalltag in einem Spital zu machen. Danach ging es in den burgenländischen Landtag zu einer Pressekonferenz. Diese fand gemeinsam mit Landesparteiobmann Johann Schürz und Clubobmann Gesa Molnar statt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz. Danke für Ihr Interesse. Neben mir begrüße ich unseren Landesparteiobmann und Landeshauptmann Stellvertreter Johann Schürz und den Ehrengast des heutigen Tages, die Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz, Magister Beate Hattinger-Klein, die den heutigen Tag im Burgenland verbringt. Wir haben schon gemeinsam das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt besucht, hatten soeben ein Arbeitsgespräch beim Herrn Landeshauptmann und die Frau Bundesminister wird dann im Anschluss noch in den Bezirk Jenersdorf verlegen, wo sie das Seniorenheim unserer Nationalratsabgeordneten Petra Wagner besuchen wird. Liebe Frau Bundesminister, es freut mich, dich im Burgenland und bei uns im Landesclub begrüßen zu dürfen. Meine Damen und Herren, es war der burgenländische Landesparteiobmann Johann Schürz, der uns als FPÖ vor mehr als einem Jahrzehnt das Attribut Soziale Heimatpartei verliehen hat. Und es ist heute die Frau Bundesminister, die das, was wir Freiheitlichen darunter verstehen, was wir in den Jahren der Opposition unter diesem Titel konzipiert und gefordert haben, umsetzt. Eines der zentralen Versprechen der FPÖ und dieser Bundesregierung ist es, dass wir die Bürger, dass wir die Bevölkerung entlasten, dass wir weder neue Steuern einführen noch bestehende Steuern erhöhen. Im Gegenteil, dass wir entlasten, dass wir dafür sorgen, dass die Bürger mehr Geld zur Verfügung haben, dass ihnen mehr Geld übrig bleibt, dass sich Leistung wieder lohnt und dass all jene, die unverschuldet weniger oder nicht leisten können, von der Allgemeinheit abgesichert werden. Das bedeutet umgekehrt auch, dass Sozialbetrug bekämpft werden muss, dass vor allem auch die Zuwanderung ins Sozialsystem, soweit das rechtlich möglich ist, eingedämmt wird und dass wir in der Verwaltung und bei den entsprechenden Strukturen sparen, wie das jetzt etwa im Bereich der Sozialversicherungsträger der Fall ist. Die Frau Minister hat ein sehr großes Ressort, hat große Aufgaben vor sich und es kann sich schon die Bilanz der ersten 10 Monate wirklich sehen lassen. Ich glaube, 40 Milliarden Euro sind im Bundesbudget für den Bereich soziale Absicherung vorgesehen. Die Arbeitslosigkeit sinkt, die Beschäftigung steigt. Mit der Reform der Arbeitslosenversicherungsbeiträge wurden bis zu 900.000 Kleinverdiener unmittelbar entlastet, mit durchschnittlich über 300 Euro pro Jahr. Die Pensionisten bekommen eine Pensionserhöhung, die diesen Namen im Vergleich zu vergangenen Jahren auch so verdient. Die Mindestpension von 1.200 Euro ist auf den Weg gebracht. Der Familienbonus, der zwar nicht bei dir, Frau Bundesminister, resultiert, aber der Familienbonus ist die größte familienpolitische Entlastungsoffensive der Zweiten Republik, ein Meilenstein und wird am 1. Jänner 2019 in Kraft treten. Ein neues Mindestsicherungsgesetz ist unterwegs, ein Gesetz, mit dem wir vor allem auch die Zuwanderung ins Sozialsystem eindämmen wollen, etwas, das wir im Burgenland auf Landesebene mit unserem Landesgesetz bereits vor 2 Jahren getan haben. Die Reform der Sozialversicherung
Sozialversicherungsträger geht in Umsetzung, Beispiele noch und nöcher und umgekehrt kann von all dem, was die Opposition als Teufel an die Wand malt, sei es das Zusperren von Spitälern, sei es das Streichen von Urlaubswochen oder die Kürzung von Leistungen im Gesundheitsbereich, keine Rede sein. Das ist der blanke Neid jener, die in den letzten Jahren nichts zusammengebracht haben, außer die Bevölkerung zu belasten. Unsere Reformministerin hält, was wir als Freiheitliche und als soziale Heimatpartei seit 2005 versprochen haben. Wir entlasten die Bürger. Ich freue mich, dass du hier bist, Frau Bundesminister, und ich darf dich gleich in Anschluss an den Herrn Landeshauptmann stellvertretend um deine Wortmeldung bitten. Ja, sehr geehrte Frau Bundesminister, Herr Klubobmann, ich habe eigentlich zwei kurze Ausführungen, aber diese zwei kurzen Ausführungen möchte ich deshalb machen, weil ich mich bei der Frau Bundesminister dafür sehr herzlich bedanke. Zum einen, wir waren gerade beim Herrn Landeshauptmann und auch er hat sich herzlich bedankt dafür, dass es eine Kinderarztstelle jetzt in Neusiedl geben wird. Das heißt, man hat sich immer wieder gewehrt und hat davon gesprochen, das Ministerium möchte das nicht. Es ist der Frau Bundesminister ein Schmunzeln ausgekommen bei dieser Ansage, denn sie hat ohne Wenn und Aber sofort gesagt, ja, selbstverständlich, wenn das benötigt wird oder wenn diese Stelle benötigt wird, dann soll es auch so sein. Zum Zweiten möchte ich mich bedanken bei unserem Projekt Sicherheitspartner Burgenland. Das ist auch der Diplom-Ingenieur Spuler, da der Geschäftsführer der Landessicherheitszentrale, der da hauptverantwortlich auch ist für das Projekt. Und zwar ist es so, dass wir dieses Projekt jetzt ausweiten werden, mit Unterstützung des AMS, das heißt, wir bekommen Förderungen von AMS nicht nur über 50-Jährige, sondern auch unter 50 Jahre für Langzeitarbeitslose. Das ist natürlich ein Meilenstein und das bringt natürlich viele Arbeitsplätze für das Burgenland. Ich darf erinnern, dass diese Sicherheitspartner hervorragende Arbeit geleistet haben. Es gab über 2100 Meldungen und davon alleine über 70 an die Polizei, vielleicht zwei, drei Auszüge, was haben die Sicherheitspartner so gemeldet. Zum einen ist eine Frau zum Beispiel auf die Straße gelaufen und hat geschrien, dass sie geschlagen wird. Der Sicherheitspartner hat ihr dann insofern geholfen, der gemeinsam mit dieser Frau dann zur Polizei gefahren ist. Das ist ja nicht so einfach und so lustig, weil man weiß dann nicht in der Aufregung, was soll man tun. Das heißt, diese Sicherheitspartner sind sehr flexibel unterwegs, machen nicht nur Beobachtungen, sondern die haben auch sogar schon einen Bankomatdiebstahl vereitelt. Es wurden 15 Illegale der Polizei gemeldet und so weiter und so fort. Das heißt, dieses Projekt wird auch jetzt eine Erweiterung finden, indem man dann versucht, auch mit den Bezirkshauptmannschaften zusammenzuarbeiten. Das heißt, das wird ein Projekt werden, das wirklich einzigartig ist in Österreich. Die Zusammenarbeit natürlich mit den Bezirkshauptmannschaften hat natürlich schon im weitesten Sinn fast schon einen behördlichen Charakter. Das heißt, es wird immer mehr und mehr Wertigkeit kommen. Und daher abschließend nochmal herzlichen Dank, dass die Frau Bundesminister vorgesagt hat, ja, da schauen wir drauf, da tun wir, das ist ein gutes Projekt. Auch das Innenministerium unterstützt uns da voll inhaltlich. Das heißt, es werden sogar natürlich auch Geldmittel für die Sicherheitspartner ins Burgenland fließen. Also man kann nur sagen, man freut sich über das Entgegenkommen. Nochmal herzlichen Dank, aber jetzt möchte ich dir wirklich das Wort übergeben. Danke. Bitte schön. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, lieber Herr Landeshauptmann, lieber Herr Klubobmann, recht herzlichen Dank, dass ich bei euch im Burgenland sein darf. Es ist mir immer ein Anliegen, natürlich auch in den Bundesländern präsent zu sein und quer, sage ich einmal, durch mein Ressort Bereiche besuchen zu dürfen. Du hast schon gesagt, ich war heute also bei den Barmherzigen Brüdern, also in Eisenstadt. Es ist auch unüblich eigentlich, haben mir viele schon Krankenanstaltenträger gesagt, dass die Ministerin also von sich aus dorthin geht. Ich tue das gerne, weil ich möchte natürlich mit den Ärzten, mit der Pflege, mit der Verwaltung diskutieren, was deren Probleme sind, was deren Herausforderungen sind. Nur ich glaube, dann, wenn man die Praxis mit einbezieht, kann ich versuchen, als Ministerin, egal in welchem Bereich, die Rahmenbedingungen festzulegen, die es in einem Bundesland, in einem Krankenhaus, in einer Pflegeeinrichtung etc. braucht. Deshalb ist mir es ganz wichtig, auch bei Ihnen im Burgenland vor Ort zu sein und zu sehen, welche Herausforderungen Ihre Bevölkerung hat. Sie wissen, mein Ressort ist sehr groß, das hat der Herr Klubobmann auch schon gesagt. Ich sage immer, von der Wiege bis zur Bahre und Tierschutz, ich bin für alles zuständig. Ja? Also von der Wiege bis zur Bahre, natürlich jeder, sage ich mal, ist sozialversichert. Sie wissen, die Sozialversicherungsreform ist die größte Reform der Zweiten Republik. Ich freue mich, dass wir in kürzester Zeit, wir sind ja
noch nicht einmal ein Jahr in der Regierung, so viele Reformen schon auf den Weg gebracht haben. Aber die Sozialversicherungsreform freut mich natürlich besonders. Warum? Weil sie natürlich ein Beginn ist einer Gesundheitsreform. Das heißt, wir versuchen durch die Reduzierung der Strukturen, sprich von 21 Sozialversicherungsträgern auf 5 Sozialversicherungsträgern, die Strukturen effizienter zu gestalten und geringere Aufwendungen zu haben. Sie müssen sich vorstellen, um einen Beschluss über alle Sozialversicherungsträger zu bekommen, hat man 54 Beschlüsse gebraucht. 54 Beschlüsse, das hat insgesamt so ein halbes Jahr gedauert. Dass das nicht effizient ist, glaube ich, brauche ich Ihnen allen nicht zu sagen. Das heißt, was wir natürlich auch damit bewegen, ist nicht nur Effizienz, sondern vor allem auch unsere Devise, und als Freiheitliche haben wir das immer gefordert, gleiche Leistung, gleiche Beiträge. Das heißt, diejenigen und die Burgenländer beispielsweise sollen die Leistungen bekommen, die alle anderen oder zumindest alle nicht haben. Ich denke jetzt zum Beispiel CT für Prostata oder andere schäferärztliche Genehmigungen, die unterschiedlich gemacht werden in Vorarlberger Gebietskrankenkasse, Burgenländische Gebietskrankenkasse. Es wird einfach so viel unterschiedlich gemacht, obwohl alle Gebietskrankenkassenversicherte gleich viele Beiträge zahlen. Und das habe ich schon immer unfair empfunden und unsere, sage ich einmal, Fraktion auch. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir wollen gleiche Beiträge, gleiche Leistungen. Und das wird jetzt angegangen. Und das, warum ist das für das Gesundheitssystem also auch so wichtig? Weil wir jetzt damit definieren, welche medizinischen Leistungen im niedergelassenen Bereich notwendig sind. Und da gehört für mich diese Kinderfacharztstelle, die du schon gesagt hast. Es ist selbstverständlich, wenn ich 60.000 Einwohner oder Kinder dort habe, dann brauche ich einen zweiten Kinderfacharzt, weil ein Kinderfacharzt das nicht zu bewältigen hat. Das sind die Herausforderungen, die regionalen. Und diese regionalen, da muss man halt in den Bundesländern sein, da braucht man entsprechend, sage ich mal, die Regionalität, die mit zu berücksichtigen ist. Aber was wir wollen, die medizinischen Leistungen, was welcher Arzt wo gemacht wird, in Abstimmung mit den Ambulanzen, mit den Krankenhäusern, das soll quer durch Österreich einheitlich sein. Und das ist so wichtig, weil natürlich der Honorarkatalog total veraltet war oder ist und man hier den letzten medizinisch-wissenschaftlichen Stand vertreten muss. Und das ist meine Aufgabe, hier entsprechende Rahmenbedingungen zu legen, dass wirklich jeder Österreicher und jeder Burgenländer auch entsprechend gut versorgt wird. Das ist also mein Ansatz. Der zweite Bereich, den du schon angeschnitten hast, die Sicherheitspartnerschaft, also damit Langzeitarbeitslose, sage ich mal, nicht nur wieder in den Arbeitsprozess leichter kommen. Ich freue mich sehr, wir haben, glaube ich, vor 2-3 Monaten das Gespräch, ich glaube noch vor dem Sommer war es, das Gespräch gehabt, gemeinsam mit dem AMS, um hier auch wirklich entsprechende Förderungsprogramme mit dem AMS gemeinsam zu machen, weil was ist da wichtig? Nicht nur die soziale Sicherheit für eure Bevölkerung hier in Burgenland, sondern natürlich auch die Erhöhung also derjenigen, also die schon lange also arbeitslos sind und dass sie wieder in den Arbeitsmarkt kommen. Und ich habe viele Beispiele auch kennenlernen dürfen, wie toll es und wie sie sich freuen, für die Menschen was tun zu können. Weil wir alle wissen, Sinn, Arbeit schafft Sinn und das ist natürlich gerade für Langzeitarbeitslose eine ganz große Bedeutung. Und da wirklich zur Sicherheit der Bevölkerung etwas zu steuern, das ist also, ich glaube, was Schöneres kann man so einem Menschen also gar nicht geben. Also das heißt, wir versuchen die Langzeitarbeitslosigkeit damit in Burgenland damit zu senken. Was die Arbeitsmarktentwicklung generell in Ihrem Bundesland betrifft, so kann ich sagen, dass aktuell 108.000 unselbstständige Beschäftigte in Burgenland sind und quasi die Arbeitslosigkeit im Vergleichsraum um 2% quasi gesenkt werden konnte. Das ist ein ganz großer Schritt. Ich glaube, die Arbeitslosigkeit war immer ein großes Thema im Burgenland, oder weiß ich. Und hier, sage ich einmal, die Beschäftigung anzukurbeln, das ist natürlich eine Herausforderung, die mein Arbeitsmarktservice macht. Der dritte Punkt, den ich vielleicht auch anschaue, ich bin ja auch Konsumentenschutzministerin, wie Sie wissen, jetzt war jetzt vor kurzem also das Thema vom Verfassungsgerichtshof, die Bankomatgebühren. Da ist es mir wichtig zu sagen, ich möchte eine extra Kennzeichnung für den Bankomaten, damit jeder, sage ich einmal, weiß, bei welchen Bankomaten er was zahlen muss und wo er nicht Gebühren zahlen muss. Ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist. Also meine Aufgabe ist als Konsumentenschutzministerin hier, also die Menschen zu schützen, zu sehen, okay, wo zahle ich Gebühren und wo zahle ich keine. Das Zweite, was als Konsumentenschutzminister möchte ich auch nur sagen, es ist mir gelungen, also auch
VW zu klagen. Sie wissen, wir haben eine Sammelklage. Auch das war keine einfache Aufgabe. Trotzdem ist es mir gelungen, sage ich einmal, David gegen Goliath. Wir haben also VW also geklagt, auch das als Konsumentenschutzministerin. Tierschutz auch möchte ich auch nicht unerwähnt lassen. Leider Gottes hat es ja so zwei tragische Fälle gegeben. Einen in Wien, einen in Salzburg, wo leider Gottes ein Kind tödlich verletzt wurde. Ich habe jetzt Ende Oktober alle Tierschutzlandesräte eingeladen, weil Tierschutz ist eine Ländersache. Mir ist eine Vereinheitlichung wichtig, dass wir hier versuchen, auch eine einheitliche Lösung für Österreich zu finden. Ich meine, Österreich ist zwar ein föderales Land, aber in allen Dingen sind vielleicht föderale Dinge auch nicht so sinnvoll. Und gerade im Tierschutzbereich wäre es mir ganz, ganz wichtig, dass man hier eine einheitliche Lösung hat. Und deswegen habe ich ja so Ende Oktober alle Tierschutzlandesräte mit der Wettmet und so weiter eingeladen, um zu sehen, welche Möglichkeiten hier wir haben, um unsere Kinder zu schützen auf der einen Seite, aber natürlich auch die Tiere oder die Hunde wirklich artgerecht zu halten. Und wir wissen, viele, sage ich einmal, Menschen haben einen Hund und freuen sich natürlich also auch mit dem Hund gemeinsam etwas zu tun. Aber natürlich müssen die Kinder auch geschützt sein. Also hier beide, sage ich einmal, Seiten zu betrachten, das ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig. Was im Gesundheitsbereich noch ein wichtiges Thema ist, ich habe also vorige Woche das Ärztegesetz in Begutachtung geschickt. Was ist hier vielleicht zu erwähnen? Wir haben es geschafft jetzt, dass ein Arzt einen Arzt anstellen kann. Das ist auch ein ganz wichtiger Beitrag für den ländlichen Raum, also auch für Sie hier im Burgenland, dass ein Arzt einen Arzt anstellen kann. Warum? Weil für Frauen das wichtig ist, dass die, sage ich einmal, freigespielt werden ist für ihre Familie und trotzdem ihren Beruf ausüben. Und auf der anderen Seite, dass ich mehr Ärzte überhaupt in den ländlichen Raum bekomme. Ja? Also deswegen haben wir das gemacht. Ein Arzt kann einen Arzt einstellen. Das war früher also nicht möglich. War eine lange Forderung also auch, aber ist nie umgesetzt worden. Das Zweite, was im Ärztegesetz auch umgesetzt wurde, ist jetzt im Palliativbereich. Im Palliativbereich ist die Herausforderung, dass Menschen in ihrer letzten Phase auch oft Schmerzen und Qualen erleiden und hier die Ärzte, das sage ich einmal, das Recht also haben, gemeinsam im Dialog entsprechende Schmerzmittel auch zu verabreichen, auch wenn die, sage ich einmal, den Sterbeprozess also damit verkürzen, was ja auch teilweise sinnvoll ist. Auch das ist ein Projekt, das also die Bioethikkommission, der Patientenanwalt, die Ärzte also schon lange wollten und sich bis jetzt noch keiner getraut hat umzusetzen. Also auch hier sage ich einmal einiges. Und diese Woche im Ministerrat werden wir Mutter-Kind-Pass also auch vorstellen. Das sage ich schon als Aviso quasi. Da können Sie sich freuen. Also auch der Mutter-Kind-Pass wird auf neue Beine gestellt. Das ist mir auch also sehr, sehr wichtig. Auch die Weiterführung dann in den Jugendpass. Das heißt also, wir müssen schauen, dass unsere Kinder so gesund wie möglich sind und bleiben. Und da muss ich also schon, damit die Bevölkerung, sage ich mal, gesund älter werden kann, muss ich schon bei den Kindern anfangen. Und das ist also auch. Zum Abschluss des Burgenlandtages ging es dann in das Seniorenhaus der Nationalrätin Petra Wagner nach Rudersdorf. Gibt es Fragen?